So, einen wunderschönen guten Tag, meine liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin euer Zirkopf und heiße euch recht herzlich willkommen zu Fallout 4 auf der PS4. Es geht weiter. So, ich hoffe, es zieht alles. Warte mal, ich habe kurz was umgestellt, damit das Bild vielleicht noch etwas ein Ticken besser rüberkommt. Oh, ich hoffe, es macht auch keine Probleme. Auch immer diese Stelle eine Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn. Warte, was bist du für ein Ding? Wir kommen in Frieden. Er hat eine coole Stimme, finde ich. Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Mal gucken, was ich du hast. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Du kannst zahlen oder Sachen eintauschen, wie du willst. Okay, warte mal. Was habe ich denn für ein Kaliber? Warte, ganz kurz. Ich muss kurz gucken. Sorry, Mädchen mit der Nase. Ja, mit der Nase. Mit der ohne Nase. Nee, fragen mal gucken. Was ist das für ein Kaliber? Kaliber, Schaden, 44er. 44er, super. Ich habe nur noch 15 Schuss. Feuerrate 6, Reichweite, gut. Präzision, super. Gewicht, kacke. Wert ist super. Füllt meine Aktionspunkt. Okay. 44er, hast du das? Hey, Püppchen. Daisy. Keine falsche Bescheidenheit. Wir haben bestimmt, was du suchst. Ja gut, gib mir. Andere. Ja, ich schau's mir an. Ich hab von allem ein bisschen was. Du bist mein Held. Hast du 45er? Schande, ich brauche aber 44er. Ach Gott, du hast es nicht. Du hast es nicht, Daisy. Aber ich weiß, nebenan gibt es noch so einen Waffenshop, oder? Weil da oben ist eine Knarre. Ganz, ganz, ganz. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Läuft bei dir. Ich töte eigentlich generell immer gern. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. Super. Du hast auch keine 44er. Pass auf, ich guck mal kurz nach. Ich kauf mal eine. Da müsste ich jetzt theoretisch 6 Schuss haben. Hat das jetzt gezündet? Ich denke nicht. Da ist immer noch 15. Nicht 16, 6, sondern 16. Nochmal ganz kurz. Cleo, ich hoffe, du kaufst was. Ich habe vergessen zu bestätigen. Mit einem ganzen Waffenarsenal muss ich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja, Pippchen, komm schon, ich habe vergessen mal, was du so hast. Zu bestätigen. Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Du bist echt sexy. Deine Stimme. So herrlich. So ungefähr wie meine. So, jetzt da. Wäre natürlich gut zu wissen. Nee, geht nicht. Schande. Das gibt's. Alter, ich brauche eine 44er Ding. Was sollen wir machen jetzt? Was ist denn das? Zip. Nichts. Kann ich mich da kurz auf den Bank? Wie? Ich brauche. Du hast nichts. Scheiße. Lass mich gucken. Ich muss das jetzt mal. Hoppala. Gekonnt machen. Zelle. 45er Revolver. Gott, du hast nicht annähernd die Power. 38er. Habe ich ja genug 10mm. Habe ich super. Leuchtfackel habe ich 18 Stück. Das reicht. 45er. Ah, Maschinenpistole wäre 45er. Super. Aber ich hätte gern 44er. 45er, ja. Schrot ist klar. 38er. 45er. Verdammt, ich habe viel 45er. 10mm. 308er. 38, 308. 10mm. Schade. Ja, Püppchen, oder... Cleo, wenn du keine Ding hast, keine 44er, dann muss ich mich leider von dir verabschieden. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Wow! Pip-Boy, Bruder. Pass gut auf den auf. Sexy Face. Eine Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Ihr habt alle das gleiche Gesicht ungefähr, ne? Super. Warte mal. Okay.
Keine Ahnung. Ich brauche unbedingt 44er Munition. Ganz wichtig, ganz dringend. Sollte ich speichern? Besser wär's, denke ich. Sieh an, Mr. Valentine. Der ist schon drin. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Ich komme nicht hoch. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Das ist die schönste Frau hier. Sie ist unten. Warte, lass mich kurz mal. Hey, Irma. Aber. Was ihr auch vorhabt, ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt, okay? Ich denke, das ist mein Bruder, hey. Das ist mein Bro, wir sind gute Freunde, wir kennen uns schon Ewigkeiten. Seit gestern oder so, ja. Dr. Amari? Ja, Amari! Warte mal, wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Hi-ho! Da ist das. Deine Hilfe, ganz schnell. Ich brauche die Erinnerung eines Mannes namens Kellogg. Doch er ist tot. Ich bitte dich gewiss um ein Wunder, Amari, aber du hast bereits Unmögliches geschafft. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte. 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 Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Ja, versuch mal. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Okay. Rede weiter. Mr. Valentine ist ein Synth der älteren Generation. Aber dank der ähnlichen Architektur könnte das Gehirnimplantat passen. Das ist allerdings unglaublich riskant. Wir schließen immerhin etwas an sein Gehirn an. Keine Sorge, Amari. Meine Garantie ist sowieso schon lange abgelaufen. Haha, was du nicht sagst. Gut, wenn er mitmachen will, ich zwick ihm nicht, aber er möchte ja. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus. Okay? Ich befürchte eher, dass du so psycho und crazy bist wie der Typ und mich versuchst dann zu killen. Das ist mein... Befürchtung. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Fuck, was machen wir jetzt? Ah, so, warte mal. Sag mir, dass du eine Lösung hast. Mal nachdenken. Die Verschlüsselung ist zu stark für einen Geist, aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Gut, ja, okay. Mein Sohn, muss ich alles tun, was ich kann? Setz dich dorthin und drück die Daumen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wo muss ich mich hinsetzen? Oh, I'm so sorry, nein, das war nur ein Witz. Okay. Geiles Filmchen, läuft doch.
kann nichts drücken jetzt. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Hörst du? Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Verdammt! Was muss ich machen? Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. In der Erinnerung. Super. Da ist was. Da. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Die? Oder die da unten? Ich komme da gar nicht runter. Was? Kann ich raus aus der Ego? Nee, wäre egal. Wo ist die früheste intakte Erinnerung? Warte mal, du führst mich hier hoch. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kellogs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Ah, Sean! Ach, das scheiß Radioleiter! Ich will schlafen! Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ah, ich bin das. So, ich denke schon. Nee, das ist ja der Kellogg. Blödsinn Mama von mir, sorry. Wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Sorry. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Sorry, ich hau voll gegen alles jetzt da. Mir egal. Das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden Conny. Gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Ist das der Revolver, den ich heute habe? Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Nicht wirklich, ne? Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Wo? Ah, hier. Ja, das bin ich. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wird dich glauben. Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben.
Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RNK gibt es sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfahren. Aber da komme ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche Ach, habe? Komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse Dann gucken. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ich weiß, Conny. Wir werden hier Conny. Bestimmt sehr glücklich werden. Ja, oh, das ist Kind. Mary. Du wirst sehen. Schon gut, ich nehme sie. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Okay. Super, hey. Super. Es hat irgendwas mit der Waffe zu tun. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Hoppala. Nur, dass du's weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Okay, da geht's dann weiter, oder wie? Okay, mal gucken. Ich kann leider nicht rennen und nix. Tut mir leid. Wap! Ödlein da. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Okay, warte, wo geht's weiter? Hier. Ich komm, ich kann. Okay, jetzt geht's wieder. Diese Familie, damit bin ich gemeint, oder? Kann das sein? Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Das war mal voll daneben. Offline. Kann ich das nehmen? Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Langsam geht uns das Hirn aus. Ja, aber war nichts mit drin.
Die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Gut, ich habe jetzt eine Knarre, läuft. Wenn ich die dann so auch im Spiel habe, dann ist es komisch. Er beobachtet mich. Hey, warte mal. Die Vault-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Das ist die Institutschlampe. Von vorhin nehme ich an. Das bin ich nicht. Am Ende. Hier. Das bin ich aber auch nicht. Das bin ich. Das ist er. Da. Mach sie auf. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schaden nicht! Verdammt! Hol den Jungen daraus und dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay, alles in Ordnung. Tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Ja, ich möchte wissen, wo mein Kind hier ist. Noch eine intakte Erinnerung. Okay, gut. Bist jetzt geht's so los. Weit? Ja, ja, ist klar. Ja, das weiß ich ja trotzdem nicht, wo das ist. Da ist Sean. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Sean. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Ah. Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass... ...der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Da kommt sicher gleich wieder durch die Tür, oder? Dann bleibe ich hier stehen. Kellogg. Wer bist du? Schon gut. Rhonda? Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wird immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab... Die neuen Synths könnten problemlos als Menschen durchgehen. Das ist ein Synth? Und manchen ist das auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker schneller. Und schneller als klar. Fast jeder Mensch. Fast. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Verger. Verger? Gut. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow. Da werden wohl ein paar Köpfe rollen.
Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Junge wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Falls es so etwas schon mal gegeben hat, wäre mir das neu. Vielleicht ein Zeichen, dass der alte Mann allmählich die Kontrolle verlor. Würde sicher kein Spaziergang werden, jemanden im leuchtenden Meer aufzuspüren. Aber ich hätte nie gedacht, dass mir ein Eierkopf aus dem Institut solche Probleme bereiten würde. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja, stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Sicher, übertriebene Technologie. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wow. Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, wie soll ich denn Bescheid geben? Da, Fernseher, okay, los. Weg, weg hier, weg hier. Ich muss Schaden suchen. Excuse me, aber wurscht. Welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Gut. Mir geht's gut, Doktor. Danke. Gut, aber ich möchte dich gern selbst im Auge behalten, damit wir langfristige Schäden ausschließen können. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Teleportation. Wir haben, was wir wollten. Das Institut kommt per Teleportation rein und raus. Ja, ihr größtes Geheimnis ist jetzt offenbart. Aber das bringt uns nur weitere Fragen. Wie funktioniert das? Was machen wir als nächstes? Ja genau, wir suchen ihn. Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat. Virgil, wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Yep. Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Egal wie verzweifelt er ist. Ich finde ihn. Wenn wir Virgil finden müssen, gehe ich ins. Warum trage ich zu viel? Wenn du gehen musst, dann bereite dich gut auf die Strahlung dort vor. Ich habe die Waffe. Der Ort heißt nicht umsonst leuchtendes Meer. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er war oben. Level up. Super. Ich habe die Waffe jetzt bei mir, gell? Deshalb trage ich zu viel. Wo ist sie denn? Hey, da. Nein, Blödsinn. Port. Wo ist sie? Warte mal. Hier ist es. Wieso trage ich jetzt zu viel? Ja, wo ist Valentine? Wo ist Nick? Ich muss ihm kurz was geben. Wo ist er? Nick! Ich hab hier was für dich, du Stück, komm her. Gott! Ja, ist ja wurscht, Leute. Ich sag, beenden wir das Ganze. Danke fürs Zusehen. Macht es gut. Haut rein. Tschüss.